Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of. Ja, liebe Freunde vom Podcast Betriebstagebuch, ich darf euch heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist gebürtiger Frankfurter, Familienvater, ein selbsternanntes Organisationstalent und begeisterter Wanderer und Radfahrer. Sein beruflicher Werdegang begann in der Beratung, dann weiter als Gesellschafter über zum Innungsgeschäftsführer des Hessischen Gesundheitshandwerks. Nun seit 2 Jahren im Amt als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen mit der persönlichen Erkenntnis, dass so eine breite Vielfalt an Themen, die man bespielen darf, den eigenen Horizont ungemein erweitert. Ich begrüße hier im Betriebstagebuch den Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, Christian Mankel. Mensch, David, das war aber eine nette Anmoderation. Vielen Dank. Ich freue mich, in deinem Podcast zu sein und auf unser Gespräch. Ja, die erste Frage vorweg. Ist der du lieber oder sollen wir bei Herr Mankel bleiben? Ich habe es ja schon ein bisschen in meiner Antwort eben einfließen lassen. Ich denke, wir wollen hier eine junge Zielgruppe erreichen und das du können wir gerne machen, zumal wir, glaube ich, auch alterstechnisch gar nicht so weit auseinander liegen. Also ich bin der Christian und ich habe in meiner Zeit hier auch gelernt, gerade im Sport und im Daseinsvorsorgebereich sind wir ja doch viele per Du, also gerne das Du. Ja, ich bin der David, nach wie vor. Was uns alle natürlich brennend interessiert, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag als ein Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft aus? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen drüber? Ja, gerne. Das Schöne ist, ich kann dir jetzt keinen Standardtag beschreiben, denn jeder Tag ist anders und das ist tatsächlich die Wahrheit. Man hat, du hast es in der Anmoderation eben schon gesagt, immer wieder Prioritätsthemen. Ich glaube, die Hauptaufgabe in jeder Führungsfunktion ist, die eigenen To-Dos einzuordnen, zu priorisieren und das, was man gerade als Termin vor sich hat, mit voller Aufmerksamkeit und Konzentration zu bewältigen. Also es ist ein Tag, nehmen wir jetzt mal den heutigen, wo wir miteinander sprechen. Dieser Podcast-Termin ist sicherlich einer der angenehmsten, weil er ein bisschen lockerer, ein bisschen menschlich ist. Und dann geht's weiter mit einer Vorbereitung eines Beratungstermins, wo wir eine Kommune bei einem Bäderleitplanungskonzept unterstützen. Dann geht es weiter mit einem Bewerbungsgespräch hier für die interne Geschäftsstelle, wo wir aktuell 2 Stellen ausgeschrieben haben, wo wir uns regelmäßig Kandidaten anhören. Dann geht es natürlich auch immer weiter mit der Abstimmung mit den Mitarbeitenden hier vor Ort in Essen. Und auch nicht jeder Tag ist in der Geschäftsstelle. Diese Woche Mittwoch ist dann wieder eine Einladung vom DOSB in Frankfurt, wo wir über den deutschen Sportstättenatlas sprechen mit dem BISP und mit anderen Institutionen. Und das heißt, jeder Tag steht immer so ein bisschen in einem Mischungsverhältnis aus eigener Geschäftsstelle, Branchennöten, Weiterentwicklung natürlich der Marke und des Verbandes, Abstimmung mit anderen Verbänden, politische Gespräche, Vorbereitung von politischen Initiativen. Wir haben also keinen Tag, der jeden Tag gleich ist, sondern jeder Tag hat eine neue Herausforderung und auch eine neue Chance, ein guter Tag zu werden. Es ist immer spannend, immer abwechslungsreich. Ganz ehrlich, natürlich auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Ich sage immer gerne, wenn du einen Job haben willst, wo dich Leute nur anlächeln, dann musst du irgendwie Eis verkaufen, weil wenn man jemandem Eis in die Hand drückt, lächelt die Person meistens. Es sind angenehme Termine, es sind teilweise auch schwierige Entscheidungen zu treffen, aber in Summe erwächst die Freude daraus, dass man jeden Tag nach Hause geht und weiß, man hat wirklich etwas bewegt und man sieht Ergebnisse auch der Arbeit, manche sofort, manche natürlich auch erst etwas nachgelagert. Und wie gesagt, die Kunst ist, die Entscheidungen, die man trifft, gut zu durchdenken, weil sie wirklich auch langfristige Konsequenzen immer haben können. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal in einem Interview ganz zu Beginn meiner Zeit gesagt, ich finde immer diese 10-10-10-Regelung im eigenen Hinterkopf ganz gut. Wie wird sich meine Entscheidung in 10 Sekunden wohl anfühlen? Was könnte die Auswirkung in 10 Monaten sein? Und was könnte eventuell auch eine Auswirkung in 10 Jahren sein? Und wenn ich das so im Hinterkopf habe, dann ist das meine Entscheidungshilfe, wie man vorgeht, denn am Ende wird man dafür bezahlt,
die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und immer die Vielzahl an Themen, die so um einen herum jonglieren im Verband, zu priorisieren und zu gewichten nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Weil du gerade sagst, in 10 Jahren, bezogen auf unser Berufsbild, der Fachangestellte für Bäderbetriebe, was glaubst du, wo der Beruf in 10 Jahren steht? Ja, es ist eine schwierige Frage. Du weißt ja, wie lange die Reformationsbemühungen jetzt schon andauern. Ich sehe es positiv, dass es die Voruntersuchung vom BIP gibt. Ich weiß auch, wie engagiert, ich glaube, der ist im Markt auch sehr bekannt, Erik Voss mit allen Beteiligten spricht. Das ist ja kein Thema, was wir alleine bewegen können. Da spielt die Gewerkschaft mit, da spielt der befreundete Verband BDS mit. Aber ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass in 10 Jahren der Status quo ein anderer ist als heute. Es ist auch dringend notwendig. Ich weiß, dass der Beruf in 10 Jahren wichtig sein wird. Das möchte ich immer gerne in so Formaten betonen. Denn überleg mal, wir sind ja in dem schönen Begriff, in diesem Disruptionsprozess und in der verändernden Gesellschaft. Und das Gut des Schwimmens und des Badens, das kannst du nicht wegdigitalisieren. Das ist ein analoges Thema, was also auch in 10, in 50 Jahren seine Daseinsberechtigung haben wird. Und entsprechend werden auch die Mitarbeiter genauso wichtig sein. Und damit wir in 10 Jahren noch Mitarbeiter finden, brauchen wir Anpassungen. Und an denen arbeiten wir zum Teil ja auch gemeinsam oder vielleicht auch in Zukunft noch stärker gemeinsam. Denn das ist die Herausforderung. Engpassfaktor Personal, ihr habt das auf dem Schirm. Wir kümmern uns stark darum und haben die richtigen Personen, die das auch glaubhaft vorantreiben. Aber zaubern kann keiner. Und gerade Prozesse, die behördliche Vorlagen erfordern oder Berufsbilder anpassen, die dauern. Das ist leider so. Es dauert jetzt schon lange. Aber ich denke, in 10 Jahren haben wir einen Abschluss, der dem Beruf hoffentlich noch mehr Wertschätzung auch finanzieller Art schenkt als heute. Das hast du schön gesagt. Du weißt, wir lieben alle unser Berufsbild und wir kämpfen alle dafür. Als du vor 2 Jahren in die Bäderbranche kamst, hättest du dir ausmalen können, welche Breite tatsächlich diese Branche hat? Also man informiert sich natürlich, man führt ja auch Sondierungsgespräche. Das heißt, ich hatte schon einen Eindruck, natürlich, aber im kompletten Facettenreichtum hätte ich es mir nicht gedacht. Und das ist auch, wie gesagt, Teil des Spannenden, dass man immer wieder dazulernen darf. Und dass man auch seine eigene Weiterentwicklung mit so einer Aufgabe wunderbar erfüllen kann. Weil, weißt du, diese Kompetenz von Wissen ist ja auch mit einer kurzen Halbwertszeit ausgestattet. Wenn ich heute in einem bestimmten Bereich was weiß, ist das keine Garantie, dass ich in 10 Jahren immer noch was weiß, weil es verändert sich so rasend schnell und ich muss mit der Entwicklung mitgehen und muss mich auch immer selbst evaluieren und überprüfen und dazulernen. Und ich hätte nicht alles vorher so wissen können und habe auch nicht alles vorher so gewusst, aber denke und hoffe, dass ich mich immer wieder in die neuen Sachen zügig einarbeite. Okay, was war dein Hauptlearning, was das Facettenreichtum betrifft? Also in Bezug jetzt auf den Verband, doch wie viele Gremien zu involvieren sind. Also ich meine, ich komme auch aus Gremienstrukturen, aber so vielfältig mit dem Technischen Ausschuss, mit dem ABB, mit der Vielzahl an Arbeitskreisen. Unser ganzes formales Prozedere war doch groß und wichtig, denn letzten Endes sind die Entscheidungen, die dann nach außen treten, ja nicht irgendwelche, die im Verborgenen entstehen, sondern die hier von der Basis heraus beeinflusst sind. Also jede Gruppe, jeder Arbeitskreis hat ja nun mal seinen Kern des Wissens in Mitarbeitenden aus den Bädern und diesen ganzen Pool an unterschiedlichen Menschen einzubringen und das auch manchmal unter einen Hut zu bringen. Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren auch, in den 2 Jahren, wo ich dabei bin, auch kritische Diskussionen geführt, wo innerhalb der Verbandsratsmitglieder, die wir haben, auch nicht immer die gleiche Auffassung war. Aber das irgendwie zu einem und in Konflikten auch zu moderieren und zusammenzuführen, was sonst Gefahr läuft, auseinanderzulaufen, das ist mit die wichtigste Aufgabe für mich und das ist auch immer ein Learning, denn ich bin sicher,
dass diese integrativen Fähigkeiten auch von teils schwierig zusammenzuführenden Positionen, dass die gewachsen sind. Und du hast mich vorhin nach meinem klassischen Arbeitsalltag gefragt. Das gehört natürlich auch zu jedem Arbeitsalltag. Verhandlungen führen, Positionen versuchen zusammenzuführen, die erstmal von unterschiedlichen Standpunkten kommen und dann Kompromisse finden. Das musste ich auch vorher schon. Aber hier ist die Gruppe und die Vielzahl an Stakeholdern, an Akteuren, die da mitwirken, einfach nochmal eine größere. Durchaus. Ich denke auch, dieses kulturelle Thema ist dann auch oft schwierig, dann in der Gesamtheit dieser Branche auf eine Meinung hinzulenken. Ne? Richtig. Richtig. Also du, weißt du, manchmal ist es auch besser oder richtiger, auch mal zu sagen, im Englischen heißt das so schön, we agree to disagree. Es ist manchmal auch besser, wenn zwei bei einem Standpunkt bleiben, als dass man einen faulen oder einen schlechten Kompromiss schließt. Aber dann gibt es auch wieder Themen, da musst du zum Wohle der Branche einfach einen Kompromiss schließen, um überhaupt mal einen Schritt voranzukommen. Und das immer wieder zu evaluieren und auszuwerten, ja, das ist, wie gesagt, Bestandteil der täglichen Arbeit. Und auch ein schöner Teil der Arbeit, weil die Freude, wenn es dann zu einem Ergebnis kommt, dass man vielleicht mit seinem Wirken über die Ziellinie schieben konnte. Man hat es ja nicht von Anfang bis Ende alleine gemacht. Im Gegenteil, meistens ist der Anteil von einem Geschäftsführer nur ein kleiner. Aber es ist eben doch ein wichtiger, um zum Schluss, wenn vielleicht vorher auch Akteure ein bisschen aneinander geraten sind, zu helfen, dass sie wieder zusammenfinden. Und das ist ja nun mal unser Alleinstellungsmerkmal im Verband. Wir sind ein regelwerkgebender Verband. Das stört manchmal auch Leute in der Branche, das weiß ich. Da denken die, ah ja, die sind so hinderlich. Aber nochmal, wenn es uns nicht gäbe, stelle ich gerne mal die Frage, wer würde sich dann drum kümmern? Und der sich drum kümmern würde, hätte es auch nicht einfacher, Gruppen zusammenzuführen, die erstmal von unterschiedlichen Positionen kommen. Ja, durchaus. Da hast du vollkommen recht. Du bist in die Branche gekommen in einer Zeit, wo es die Schwimmbäder richtig hart getroffen hat, mit Aspekten, die wir uns in der Vergangenheit nie hätten ausmalen können. Stichwort Lockdowns, Stichwort Energiekrise und so weiter. Kann es sein, dass man bei dieser Arbeit in den letzten 2 Jahren auch oft mal die Basis vergisst, also das Berufsbild, den Fachangestellten, der wirklich, wie ich so schön gesagt habe, in der Mitte steht, wo sich andere nicht reintrauen? Also, was haben uns diese Krisen gelehrt? Du bist natürlich in Führungsfunktionen, nicht nur im Verband, sondern auch bei den kommunalen Betreibern, irgendwie durch die Vielfachkrise, die immer die Kommunen getroffen hat, bist du Krisenmanager. Der, denken wir an die Pandemiezeit, teilweise Verordnungen am Sonntagabend bekommt, die am Montag umgesetzt werden müssen. Das haben ja auch die Mitarbeitenden getroffen. Übrigens, wenn ich da mal was Positives einfließen lassen darf. Ich fand es beeindruckend, wie sehr doch auch die Beschäftigten in den Bädern und das Management auch immer wieder schnelle Krisenbewältigungsmeister waren. Sehr kreativ, teilweise abends zusammengesetzt, überlegt, wie setzen wir das in der Praxis um, am nächsten Tag eine Lösung gefunden. Auch dieses Thema Schwarmintelligenz in Anführungsstrichen. Wir tauschen uns aus, was macht der Nachbar? Also wir haben auch viel geschafft, dass man natürlich, wenn man Krisen zu bewältigen hat, andere Sachen nicht mit der gleichen Priorität noch zusätzlich bewältigen kann, ist so, will ich nicht ausschließen, dass das vorgekommen ist, aber man sollte, also Jens Spahn hat ja mal so schön gesagt, wir werden uns nach der Pandemie alle viel verzeihen müssen, das mag zutreffen, aber man sollte auch nicht außer Acht lassen, was man alles gemeinsam geschafft hat. Und ich kenne viele Geschichten, wo auch zu Recht die Badbetreiber sehr stolz waren auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil man so kreativ und so handlungsschnell und umsetzungsschnell reagiert hat. Und dann will ich nochmals hier ein persönliches Format vielleicht auch nochmal einfließen lassen. Ohne Corona wäre ich gar nicht in diesem Amt gelandet. Wenn ich die Geschichte erzählen darf, ich weiß nicht, ob wir die 5 Minuten hier haben, dann ist es nämlich so, ich glaube, das ist für viele auch ganz spannend. Im Sommer 2020, du erinnerst dich, im März 20 war der erste Lockdown. Im Sommer 20 hatten wir in den Bädern mit Einschränkungen natürlich geöffnet.
War ich Badegast in einem Hallenfreizeitbad in der südlichen Wetterau in der Nähe von Frankfurt am Main in Karben und habe am Eingang als Badegast die Verhaltenshinweise gelesen, wie das mit den Abstandsregelungen ist. Es war so an einem Comic dargestellt. Und was habe ich dann gesehen? Dass das gemacht wurde, unten war das so als Fußnote, anhand der Richtlinien von der Deutschen Gesellschaft. Ich fand das gut gemacht und ich musste mich auch mit meinem vorherigen Amt, du hast das gesagt, Gesundheitshandwerk, mussten wir uns ja auch ganz stark um Corona-konforme Umsetzungen kümmern. Und da ich ein neugieriger Mensch bin, auch privat, habe ich geguckt, wer hat das denn gemacht? Weil ich fand es wirklich professionell, ich fand es schön. Und habe also nach meinem Badebesuch, nachdem ich meine Baden geschwommen bin, im Internet ein bisschen recherchiert. Ja, und bin dann über diesen Weg drauf gestoßen, dass die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen altersbedingt eine Nachfolge für die Geschäftsführung sucht. Das heißt, ohne Badebesuch in der Pandemie und Neugierde, was haben die als Branche eigentlich in der Pandemie gemacht, wären wir wahrscheinlich, ich glaube, wir haben uns das erste Mal auch schon 21 bei den Innovation Days in Stuttgart kennengelernt, aber jetzt auch heute in dem Format. Wahrscheinlich wären wir ohne die Pandemie so nicht zusammengekommen. Und insofern bin ich auch der schwierigen Zeit ein bisschen dankbar, da sie, wie gesagt, auch den Weg geprägt hat und ja dann auch den Weg von einem Landesverband hin zu einem Bundesverband und weg aus Hessen, was ja auch immer schon eine einschneidende Lebensveränderung ist. Alles durch Corona und Corona war nicht nur einfach, aber es hat auch viel bewegt, für einen persönlich, aber auch in der Branche haben doch durch Zusammenhalt und durch Team Spirit viele was erreicht, worauf sie auch heute bitte noch ein bisschen stolz sein sollen. Auf jeden Fall. Wir beide haben einiges gemeinsam. Wir sind beide Macher, wir sind beide Presenter, würde ich sagen. Und müssen jetzt, wir beide auch sein, sonst würden wir jetzt hier nicht zusammenstehen. Und gnadenlose Optimisten. Und ich sehe das ähnlich. Das Positive aus diesen Lockdowns war ganz klar, dass auch die Betreiber oder die Kommunen und Gemeinden viel enger an das Thema Schwimmbad rangewachsen sind, weil sie mussten. Man musste sich damit auseinandersetzen. Und daraus hat sich eben ergeben, dass auch diese Distanz, ja, vom Verwaltungsgebäude zum Betriebsschwimmbad einfach kürzer wurde. Und das stelle ich heute immer wieder fest, dass da vieles erwachsen ist, das anders gar nicht möglich gewesen wäre. Was kann ich wiederum unterschreiben? Es sind Beziehungen enger geworden und der Austausch ist auch intensiver geworden. Und weißt du, woran wir das auch merken? Dadurch, dass wir auch präsent waren und Lösungen auch konstruktiv präsentiert haben. Ich mache das jetzt nochmal am Beispiel der Energiekrise fest. Ist auch die Wahrnehmbarkeit und die Bedeutung einfach größer geworden. Ich meine, es ist ja nun mal so, Bäder sind Spiegel der Gesellschaft, im Guten wie im Schlechten dann halt auch. Aber das hat dazu geführt, dass auch jeder der jüngsten Krisen irgendwo im Bad aufgeschlagen ist und wir auch die Chance hatten, immer wieder zu sagen, warum das so wichtig ist, dass man eine flächendeckende Versorgung hat, dass man ein breites Angebot hat, dass man genug Personal auch braucht. Also die Krise hat auch geholfen, Botschaften, die man ohnehin hatte, auch deutlicher nach außen zu bringen und auch manchmal voranzugehen. Also ich weiß es, unseren Leitfaden, Schwimmbäder in der Energiekrise, fanden nicht alle toll. Auch wir beide hatten da mal ein bisschen kritisches Gespräch in 2022. Aber in der Sache war es so, wir waren einer der ersten Branchen übergreifend, die sich überhaupt damit beschäftigt haben. Das war vor Ostern 2022 im April. Und die Tatsache, dass wir einfach vor anderen Berufsgruppen, vor anderen Zweigen schon reagiert haben, die hat zu Anerkennung geführt, weil auf einmal gesehen wurde, guck mal, wie schnell diese Branche sein kann. Und guck mal, die fordern nicht nur, auch, aber nicht nur, sondern die machen selber auch Vorschläge, wie man was verbessern kann, wie man was bewegen kann, wie man seinen Beitrag zur Bewältigung einer Krise leisten kann. Und das hat uns geholfen. Wenn ich das seitdem verfolge und ich schaue mir irgendwie, bin bei Vorträgen, wo meinetwegen die Bundesbauministerin spricht, das ist ein gutes Beispiel, Frau Gleiwitz, dann wirst du in den meisten Ausführungen von ihr
immer auch die Schwimmbäder als Beispiel mit drin finden. Und womit ist das zu bekunden, dass wir es geschafft haben? Also wir meine ich jetzt auch wieder die Branche. Ich meine nicht mich alleine. Ich meine auch nicht die DGFDB alleine. Da haben auch alle mit ihren Anteil auch so ein Format wie du machst. Das hilft ja auch, dass man einfach in die Köpfe der Leute kommt und so eine gewisse Form von dauerhafter, stetiger Präsenz hat und Krisenthemen auch dazu nutzt, um das mit Botschaften zu verbinden, die einem ohnehin wichtig sind. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Ich meine, wir wissen beide, wie Medienarbeit läuft. Manchmal sagt man sehr viel Schönes und am Ende bleiben irgendwie 5 Minuten nicht mal mehr stehen und du denkst dir, wo ist das ganze andere gelandet? Das war mir eigentlich genauso wichtig. That's life, ja. Aber trotzdem, die Präsenz konnten wir in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 2 Jahren erweitern. Und darüber freue ich mich. Das sehe ich nämlich, wie gesagt, auch als Teil meiner Aufgabe. Wenn du für einen Berufsstand oder für eine Branche sprichst, dann muss die Branche in den Köpfen der Menschen sein. Und das ist sie durchaus, denn Bäder haben für Stadtgesellschaften ein großes Gewicht. Das erlebe ich überall, wo ich bin. Wenn ich mal bei einer Baderöffnung bin oder mal in einer kommunalen Sitzungsrunde. Es ist toll, wie schnell doch einzelne Vertreterinnen und Vertreter, Abgeordnete auch dann mitspielen, weil sie selber in ihrem Kopf mit Bädern viel Schönes verbinden. Ja, die Kindheit. Ja, das ist der erste Kuss, vielleicht die erste Freundin, vielleicht tolle frühe Freundschaften. Es sind einfach schöne Erlebnisse, die man meistens im Schwimmbad hatte und die einem auch nicht mehr zu nehmen sind, die im Kopf verbleiben. Und wenn es dann eben genau dieses Schwimmbad, wo ich vielleicht meine ein schönes Jugenderlebnis oder Kindheitserlebnis hatte, wenn das zur Disposition steht, ob das geschlossen werden soll, dann kannst du die Leute gut abholen und kannst sie erreichen mit ihrem eigenen Erleben. Und deshalb sage ich ja auch immer, also ich lobbyiere hier zum Glück für eine im wahrsten Wortsinne saubere Sache. Und das ist schön. Also es gibt andere Berufsgruppen und Zweige, da würde das vielleicht schwerer fallen, weil man nicht so überzeugt dafür stehen kann, wie man für das Thema Bäder steht. Durchaus. Ich würde auch dazu sagen, jetzt mit der großen Thematik Gewalt in Schwimmbädern, ja, das Schwimmbad als Spiegel der Gesellschaft. Wir haben aber auch einen ganz anderen wichtigen Auftrag, denn würde es Schwimmbäder nicht geben, was macht dann die Jugend? Das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Solange die Jugend bei uns im Bad ist, wissen wir noch, ja, was passiert. Wir haben sie vielleicht nur ein bisschen im Griff. Wird es diese Schwimmbäder nicht mehr geben? Was macht dann die Jugend? Ja? Die Antwort kann ich dir nicht geben, aber die Frage ist eine richtige und die anzubringen und aufzubringen ist genau richtig, weil wir als Bäder leisten eben eine Aufgabe, die auch zu, wie du sagst, Integration, Inklusion mit beiträgt und die quasi vielleicht auch Konflikte an anderen Stellen vermeidet. Ich würde das sogar noch ein bisschen größer fassen. Das Gewaltpotenzial oder das Eskalationspotenzial wird dort auch höher, wo es keine Ausgleichsangebote mehr gibt. Denk an Bilder auch aus Nachbarländern in, ich sag mal, abgehängten, strukturell schwierigen Milieus in Frankreich, wo es keine öffentliche Badekultur gibt. Da gibt es dann die Pools für die sich leisten können. Aber überhaupt, da wo kein Raum mehr ist für, ich sag mal, sozial preislich verträgliche Freizeitangebote, wird der Konflikt meistens größer und er eskaliert noch mehr in der Breite. Und wir haben dadurch mit Sicherheit auch einen Anteil, also ich bin da mit dir d'accord, um das gar nicht so weit kommen zu lassen. Ja, wir sind speziell vor, glaube ich, 3 Wochen wieder zusammengekommen. Es ging darum, dass wir bei dieser ganzen öffentlichen Präsenz, die wir hatten, ja, was ja positiv ist, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter, war bei mir immer das Thema, wo kommt denn hier der Mensch in seinem Beruf vor? Kann man das nicht mal wertschätzen? Wo ist der Rücken für uns in diesem Berufsbild, den wir ganz dringend brauchen, dass wir auch weiterhin unseren Job
machen und gerne machen, ausüben können. Denn wie der Fachkräftemangel auch zeigt, haben wir nicht nur den demografischen Wandel, sondern auch viele, die einfach sich diesen Beruf nicht mehr antun wollen, mit all seinen Herausforderungen und oftmals zu wenig Wertschätzung. Was würdest du als deutsche Gesellschaft oder was möchtest du als Christian Mankel und deutsche Gesellschaft dahingehend tun, dass wir uns da in unserem Berufsbild auch einfach stark fühlen? Ich hatte es eben in der Antwort vorher schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass aus Videodrehs nicht nur 30 Sekunden Soundbite übrig bleiben, sondern dass mal das Gespräch in Gänze gezeigt wird. Denn wenn ich die Gespräche, also es ist jetzt auch egal für welchen Sender, bei Interviewanfragen schriftlich genauso. Man gibt ja nicht drei Sätze zur Einordnung von Gewalt ab, sondern man hat Fragenkataloge, teilweise sind das so lange Gespräche, wie wir sie jetzt führen, 30 Minuten, auch mit vielen tollen Fragen und dann auch tollen Betonungen, was vielleicht das Personal geleistet hat, dass es eben nicht mehr solcher Fälle gibt. Aber das ist nicht das, was am Ende stehen bleibt. Das heißt, stehen bleibt irgendwie eine Einordnung, ja, die Lage ist ernster geworden oder nein, ist sie nicht. Oder ja, laut Statistik sind es eigentlich gar nicht mehr Fälle. Aber warum sind es nicht mehr Fälle? Weil vielleicht auch Beschäftigte ihren Beitrag dazu geleistet haben. Das ist aber dann nicht erfasst. Also das heißt, es ist schwierig, die Botschaften, die nun mal oft sehr breit sind und die man schon auch in der Breite erklärt, dann in der gleichen Breite auch wieder in der Berichterstattung zu erleben, weil weiß selber, ein fertiger Beitrag. Also hier hoffe ich mal und denke ich, werden alle 30 Minuten am Ende gezeigt. Aber in einem Medientermin ist es oft so, es bleibt ein 3-Minuten-Beitrag. Und in einem 3-Minuten-Beitrag habe ich oder hat Frau von Kita, also unsere Pressesprecherin oder ein Kollegin oder Kollege, hat 30 Sekunden. Und die 30 Sekunden sind dann eben nicht die, die man sich manchmal wünschen würde. Nichtsdestoweniger, dein Thema, was wollen wir tun, um auch zu zeigen, was unsere Basis für den Rücken verdient. Da denke ich auch an unseren Leitfaden bei der letzten Interbat mit der Bedeutung des Personals, mit der Attraktivierung für das Personal. Also es war ja auch eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück. Sowas ist genau richtig. Das werden wir auch fortsetzen. Vielleicht kommen da auch noch weitere Formate. Wir hatten einen schriftlichen Leitfaden, aber es gibt natürlich für die breite Wahrnehmung ja auch andere Instrumente. Man kann über Videomarketing noch nachdenken, man kann über Radiowerbung nachdenken, denn letzten Endes, damit die Botschaften gesendet werden, die du haben willst, kannst du dich nicht auf Medienberichterstattung in Krisenzeiten verlassen. Das wäre einfach, das wäre illusorisch und das wäre auch nicht angemessen. Man muss seine eigenen Akzente setzen, das haben wir gemacht, aber die Aufgabe, und das nehme ich auch schon auch noch als Herausforderung für mich selber für die nächsten Wochen, Monate mit, die eigenen Akzente dann auch noch breiter zu bekommen. Also heißt, dass der, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, die Tagesschau-Berichterstattung mal nicht nur kommt, weil man in der Krise darüber gefragt wurde, sondern weil man vielleicht selber ein Thema bis in dieses Medium bringen konnte. Das ist wichtig. Es ist uns als Branche durchaus gelungen, da möchte ich auch hier nochmal dem Engagement der ganzen BEDA-Allianz danken. Also BEDA-Allianz, für die, die sie noch nicht kennen, ist ja nochmal so ein Zusammenschluss, ein loser Zusammenschluss aller Verbände, die sich irgendwie dem Bädern und dem Schwimmen verbunden fühlen. Und wenn ich da an den Juni in Berlin denke, den 26., 27. Juni, da hat unser Sprecher Christian Kuhn auch gemeinsam mit dem DOSB, gemeinsam mit uns, mit allen, ist mal geschafft, Botschaften in der Breite selber komplett rauszutragen mit dem gemeinsam erarbeiteten Papier und nicht immer nur zu antworten, wenn man gefragt wird. Und an dem Punkt müssen wir sicherlich weiterarbeiten, dass, ich mache jetzt mal ein Wunschszenario oder ein Idealszenario, dass Forderungen von Deutsche Gesellschaft, BEDA-Allianz, genauso eins zu eins in die Breite gehen, wie wenn das zum Beispiel DEHOGA fordern würde, die man ja auch als Verband kennt. Die Gastronomie ist uns ja auch nicht so ganz weit weg und die aber noch eine größere Bekanntheit oder eine größere Durchschlagskraft haben. Daran arbeiten wir weiter
Und mal gucken, vielleicht ja auch hier und da zusammen. Ja, das hast du schön formuliert. Ich habe in vielen Gesprächen und mir ist es früher auch immer so vorgekommen, dass man unsere Branche mit seiner Vielfalt an Verbänden und Vereinigungen, dass man immer so verschiedene Inseln hat. Mhm. Ja, es ist schon fast wie ein politisches Dasein. Man muss sich entscheiden, auf welcher Seite man ist. Kriegen wir das unter deiner Leitung in den nächsten Jahren gebacken, dass wir mit einer Stimme, mit einer Branche, die klar sich ausspricht, ja, die diskutiert, die auch kritisiert, aber dass wir mit dieser einen Stimme die Bäderbranche ganz groß machen, so wie sie nach meiner Sicht verdient hat? Also, da ich überhaupt kein Fan von Personenkult bin, ich tue alles dafür, aber ich bin hauptamtlich und die erste Stimme nach außen sollte immer jemand sein, aus meiner Perspektive, der das Ganze auch im operativen Tagesgeschäft verantwortet und betreibt. Das heißt, ja, ich arbeite im Hintergrund und alles kann ich da jetzt in so einem Format wie hier auch wirklich nicht erzählen, sehr an einer Harmonisierung in der Verbändelandschaft. Und ich hoffe, dass wir diese Stimme bekommen. Aber nochmal, also wenn ich das hauptamtlich sein darf, sehr gerne, auch in Zukunft, aber es muss auch im Ehrenamt ein Gesicht sein, das in ein Bad auch operativ alle Prozesse kennt, denn du weißt es ja, und das ist kein Geheimnis, ich selber war zwar schon mein ganzes Leben lang sehr gerne Badegast, habe aber nie weder in der Verwaltung noch am Beckenrand wirklich gearbeitet. Und für die Glaubwürdigkeit finde ich das einfach wichtig, dass man auch ehrlich ist und sagt, man macht in der Organisation, du hast mich ja auch ein bisschen als Organisationstalent anmoderiert, macht man alles, auch in der Präsenz macht man viel, aber ich selber sehe mich nicht als die erste Stimme, weil das muss am Ende jemand sein, der auch im Bad wirklich tätig ist und die Glaubwürdigkeit dafür noch mehr haben. Aber die Arbeit findet statt. Also ich erkenne das Problem und ich sehe auch schon erfreuliche Tendenzen. Ich meine, ich hatte eben gerade den Bäderallianz-Termin in Berlin beschrieben. Auch bei uns, wir sind sehr froh, dass wir in den kontroversen Richtlinien ja dann auch Konsens gefunden haben, auch wo es früher nicht immer so einfach war. Also ich kann dir zusichern, es wird stark an Harmonisierung und Einigkeit gearbeitet. Versprechen kann ich es aber nicht, weil es nicht alleine an mir liegt, sondern es spielen da schon auch noch viele Personen mit. Aber arbeiten, das tun wir dafür. Ich habe eine Idee, Christian. Ich würde dich hier heute offiziell einladen, einen Tag mit mir gemeinsam in einem Schwimmbad zu begleiten. Da sage ich sofort ja. Ich bin regelmäßig in Bädern und auch sehr gerne. Welches wollen wir nehmen? Ich habe da schon eine Idee und ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht auch mit der Kamera begleiten. Ja. Ich muss das nochmal alles absprechen, klar machen, sodass das natürlich auch in Ordnung für uns alle ist. Die Einladung jetzt hier, deine Zusage? Meine Zusage. Ich bin, wie gesagt, regelmäßig im Bad und freue mich auch, die Leute, die man irgendwo ja auch vertritt, auch kennenzulernen. Und meine Erfahrung ist immer, wenn man miteinander spricht, entsteht oft viel Besseres, wie wenn man übereinander spricht. Also meine Zusage hast du. Natürlich, wir müssen noch den genauen Termin abklären. Das haben wir noch nicht. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass wir dieses Folgegespräch an der Basis machen werden und das Zeit machen. Ich würde mich da, oder ich freue mich da schon riesig drauf, dir auch mal wirklich die Facetten unseres Berufsbildes in echt zu präsentieren, mit dir gemeinsam eine Schicht übernehmen. Das ist, glaube ich, ein richtig tolles Highlight. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich habe noch eine Frage, die mich persönlich brennend interessiert. Was, Christian, ist deine Hauptagenda für die nächsten 2 Jahre in deinem Amt?
Okay, David, das will ich ein bisschen unterteilen, einmal in interne und einmal in externe Herausforderungen. In der Geschäftsstelle für uns ist es auf jeden Fall, den Generationsumbruch und die Digitalisierung im Haus abzuschließen. Wir sind hier mittendrin. Ich glaube, der Markt hat es wahrgenommen. Ein ganz langjährig gedienter, erfolgreicher Kollege geht in die letzte Phase seines beruflichen Wirkens. Wir haben Frank 18 als Nachfolger von Michael Weiland gefunden, der hier den Bereich Regelwerk und Beratung jetzt führt. Und das ist schon mal ein guter Schritt. Aber es gibt noch ein paar weitere Positionen, die ich hier intern neu zu besetzen habe, aus Altersgründen. Ich meine, die Demografie schlägt eben auch in so einer Geschäftsstelle zu. Und wir sind digital zwar gut aufgestellt, aber auch noch nicht da, wo man vielleicht für den Stand 2024 sein wollen würde. Also das heißt, das sind die internen Herausforderungen. Und bei den externen, da ist heute schon alles im Gespräch zwischen uns gekommen. Das, was ich dir beschrieben habe, für die Präsenz der Branche in der Breite, beim Gesetzgeber, das weiterzuführen und es vielleicht auch zu schaffen, mit diesen eigenen Botschaften noch stärker zu durchdringen als in der Krisenkommunikation, ist zu schaffen, dass wir gemeinsam auch Lust auf den Beruf machen, das sehe ich auch als Aufgabe. Damit haben wir, wie gesagt, angefangen mit unserem Papier auf der Interbad, aber das muss jetzt weiter mit Leben gefüllt werden. Da haben wir Gott sei Dank, auch dem darf ich hier nochmal danken, Erik Voss, eine sehr engagierte Person, die, glaube ich, in 200 Tagen im Jahr bei Kunden unterwegs ist und näher kann man nicht dran sein. Das wollen wir also weiterführen. Und ich habe auch als Ziel die Harmonisierung der Verbände untereinander in den nächsten 2 Jahren weiterzuführen. Das war ja auch schon Thema in einer vorherigen Frage. Und so runde ich das vielleicht nochmal ab. Gemeinsam stark nach innen, manchmal ruhig auch im Streit. Das kann nach innen alles sein, aber nach außen geschlossen und gemeinsam. Und wenn ich das noch sagen darf, das war auch immer ein Erfolgsgeheimnis, auch in der vorherigen Tätigkeit. Du hast es ja erwähnt, ich habe schon Verbandsgeschäftsführungserfahrung im Handwerk gesammelt. Und da war es eben auch so, innerhalb der verschiedenen Gewerke gibt es Riesenunterschiede. Weißt du, ein Bäcker hat andere Anforderungen als ein Friseur oder ein Metzger oder ein Zahntechniker. Das sind, oder ein Elektroinstallateur, das sind ganz unterschiedliche Berufe. Und man hat über die Agenda auch manchmal diskutiert, gestritten. Aber am Ende gab es immer eine Stimme. Das Handwerk in Deutschland, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Und das als Beispiel für Geschlossenheit nach außen in der Kommunikation. Daran will ich mich hier auch gerne weiter richten und orientieren und hoffe, dass das in den 2 Jahren weiter positiv vorangeht. Und weißt du, wenn ich das noch sagen darf, ein Zeichen der Gemeinsamkeit und der Harmonisierung ist doch auch, dass wir beide heute hier zusammen sprechen. Ich weiß nicht, ob das jeder so wahrnimmt oder klar macht, sich klar macht. Es ist ja auch eben ein Zeichen nach außen. Mitarbeitende und Arbeitgeber sind nur gemeinsam erfolgreich und BDS und DGFDB arbeiten auch sehr gut zusammen. Also insofern danke auch nochmal für die Plattform, dass ich die Chance hatte, deutlich zu machen, wir verfolgen gemeinsame Ziele für die Branche in den nächsten 2 Jahren. Ja, und ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir, Christian, dass du die Zeit gefunden hast hier im Betriebstagebuch in Folge 11. Und die nächsten 2 Jahre werden spannend. Wir bleiben im Kontakt. Und ganz besonders freue ich mich auf eine Schicht gemeinsam mit dir, mein lieber Christian, am Beckenrand, in der Technik, in der Verwaltung, wo auch immer. Am besten Du in wirst allem, selber. oder? Am besten mit allem, ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Das wird richtig spannend. Da lassen wir uns was einfallen. Und in diesem Sinne auch an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an die deutsche Gesellschaft habt, wenn ihr Fragen an den Christian habt, ich denke, die werden euch beantwortet. Zögert nicht, ruft durch, schreibt E-Mails. Es ist wichtig, dass wir im Kontakt bleiben, dass wir für unsere Branche am Ende alles Mögliche tun und alles gesagt haben, was uns im Kopf rumschwirrt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge hier im Videopodcast Betriebstagebuch mit David und Christian. Ciao. Dankeschön. Oh, that sugar sweet, you got what I need.